Guten Tag, meine Damen und Herren. Wir sind hier versammelt in Kanada auf der schönen Insel Cape Breton an der Ostküste im Rahmen eines Seminars der Wissensmanufaktur. Andreas Popp hat über den Plan B gesprochen und ein Teil, einer der vier Komponenten des Plan B ist das friedliche Bodenrecht. Dieses Thema hat Andreas Popp in seinem Buch Der Währungscountdown so gut beschrieben, dass man es eigentlich kaum besser sagen könnte. Und wir haben uns entschlossen, dieses Kapitel heute vorzulesen. Wenn hier von ich und wir und mein die Rede ist, dann ist das das wörtliche Zitat von Andreas Popp, in dessen Namen wir diesen Text heute vorlesen. Oder ich ihn vorlese. Das Bodenrecht und seine Auswirkungen. Jede neue Ordnung beginnt mit einer Idee und einem zum Teil sehr langen Weg, bevor sie Realität werden kann, vielleicht anfänglich auch nur teilweise. Leider sind wir in unserer konditionierten Welt sehr stark in unserer Kreativität eingeschränkt und die meisten Menschen hinterfragen kaum noch die offensichtlichen Fehlverhalten der Menschheit. Unser Geldsystem ist ein entscheidender Faktor für diese ungerechte Welt. Und genau hier müssen wir den Hebel ansetzen. Interessierte Menschen, die gern den Ursachen auf den Grund gehen, so wie ich es auch leidenschaftlich praktiziere, brauchen doch nur einmal unsere jetzige Situation im Geiste weiter zu prognostizieren. Dieses Finanzsystem ist zum Scheitern verurteilt und wird unweigerlich zu einer Massenverarmung auf der ganzen Erde führen. Auch die heute noch gut Betuchten werden nach und nach diesen Weg gehen. Rein mathematisch gehören irgendwann einer Person alle Güter dieser Erde. Und alle anderen haben dann nichts mehr. Spätestens bei einer Hungersnot, auch in den Industriestaaten, werden dann alle Zeichen auf kriegerische Unruhen stehen, wobei gerade in diesem Fall wieder die Bankensysteme viel Geld verdienen werden. Im letzten Teil des Buches habe ich die Federal Reserve genauer betrachtet, vor allem wie diese Institution durch jeden Krieg immer mehr Macht über die Menschheit erhalten hat. Es gibt eine kleine Chance, dass die Menschen vielleicht auch vorher schon die Zusammenhänge unserer Welt erkennen. Je mehr Bürger dieses Thema diskutieren, desto größer wird die Chance für eine gerechtere Welt. Im Internet und vielen anderen Foren werden diese Probleme mittlerweile zum Teil auf hohem Niveau diskutiert. Es ist offenbar eine Dimension erreicht, bei der die Machtsysteme unruhig werden. Viele politische Aktionen, wie der massive Ausbau des Überwachungsstaates, sprechen für eine hohe Nervosität der oligarchischen Machtstrukturen. Wir brauchen in dieser Welt endlich gebildete Menschen, die Lösungen erkennen, verstehen und kommunizieren können. Unser heutiges Verbildungssystem produziert nur weitere Experten, die nichts mehr hinterfragen und eine Mainstream-Karriere hinlegen wollen, bis sie eben auch durch das Raster fallen. Heutzutage ist es keine Seltenheit mehr, dass ehemals gut bezahlte höhere Angestellte und mittelständische Unternehmer, die schließlich immer als Garanten unserer Wirtschaftsordnung bezeichnet wurden, unter die Demütigungskonstruktion Hartz IV fallen, während sich die Top-Manager mit Lustreisen und Abfindungen ihr Leben versüßen. Es geht bei diesen Aussagen auf keinen Fall um eine Neiddebatte. Nein, es geht um ein rücksichtsloses System, in dem bis auf eine ultra kleine Elite nahezu alle Menschen verlieren müssen. Um ein faires Geldsystem umzusetzen, müssen wir neben den monetären Mechanismen nun ein sehr heikles Thema anschneiden, welches bei einigen meiner Leser vermutlich ein noch stärkeres Kopfschütteln hervorrufen wird als bisher. Es ist klar, dass viele Menschen vom eigenen Grund und Boden träumen und, wenn sie das dann erreicht haben, fast schon eine erotische Beziehung zu ihrer Scholle aufbauen, auf der sie leben.
Wenn Sie diese Ausführungen zum Geldsystem nachvollziehen möchten, werden Sie schnell erkennen, dass viele erfolgreiche und wohlhabende Menschen im Rahmen einer Geldumlaufgebühr auf die Idee kommen würden, ihr Kapital in Grund und Boden zu investieren, um diesen Kosten zu entgehen. Deshalb halte ich es nur für konsequent, dieses Thema genauer zu untersuchen. Bei dem Begriff Bodenreform gehen bei vielen Menschen die Messer in der Hosentasche auf, da sie damit vor allem die Grundstücksenteignungen in der Geschichte, speziell in der sogenannten sozialistischen Welt der nahen Vergangenheit, in Verbindung bringen. Bitte versuchen Sie, die kommenden Ausführungen unvoreingenommen auf sich wirken zu lassen. Denn wir dürfen auf keinen Fall elementare Ursachen unserer verarmenden Welt ausklammern, wenn wir wirklich etwas verändern wollen. In fast allen Köpfen der Menschen haben die vom Geldmonopol gelenkten Medien manifestiert, dass die Bevölkerungsexplosion auf unserem Planeten die Ursache für die Massenarmut sei. Es heißt, die Erde sei einfach nicht groß genug, um alle Menschen zu ernähren. Das sehe ich komplett anders. Ich bin davon überzeugt, dass niemand auf dieser Welt an Hunger sterben müsste, wenn wir ein faires Finanz- und Wirtschaftssystem hätten, welches auf den leistungslosen Reichtum einer elitären Gruppe verzichten würde. Die Kornkammern Russlands, zum Beispiel die Ukraine, allein hätten vermutlich einen großen Teil der Welt ernähren können, wenn nicht ein machtbesessenes System einen effizienten Bodenanbau verhindert hätte. Die ehemalige Diktatur des Proletariats der Sowjetunion und andere sozialistische Länder zeigen deutlich, wie man durch Planwirtschaft ganze Völker im Hungerzustand erhalten kann. Die heutige Diktatur des Kapitals wirkt im ersten Augenblick für viele Menschen fairer. Aber wir sehen auch in den USA und anderen Vorzeigeländern des Kapitalismus eine Massenverarmung der Menschen. Ganze Stadtteile der großen Industriestandorte wie Detroit entwickeln sich immer stärker zu flächendeckenden Slums. Die Auswirkungen eines kapitalistischen oder sozialistischen Systems sind letztlich für die Masse der Menschen identisch: Armut. Um die Ursachen zu erforschen, müssen wir neben dem verfehlten Geldsystem vor allem die Bodenfrage untersuchen. Übrigens, mehr als 4/5 der Weltbevölkerung haben keinen eigenen Grund und Boden, sondern müssen zur Bodennutzung wie Ackerbau oder schlichtes Wohnen einen Tribut an die Landeigentümer bezahlen, die auf diesem Wege leistungslos noch mehr Geld erhalten, um damit ihre Grundstücke noch weiter zu vermehren. Ich selbst, hier spricht Andreas Popp, verbringe einen Teil meines Lebens in meinem Traumland Kanada und habe dort einige Kontakte zu einheimischen Indianern, die heute in Ghettos leben müssen, da sie aus ihrer Heimat vertrieben wurden. Diese Menschen können einfach nicht verstehen, wie es sich Personen erlauben können, das von Gott geschaffene Land als Eigentum zu erklären und für die Nutzung eine Miete zu verlangen. Für diese Urvölker ist es selbstverständlich, dass sie diesen Boden während ihres Lebens nutzen dürfen und ihn für die nachfolgenden Generationen zu erhalten haben. Unsere heutigen Landflächen werden durch den Zinsdruck der Eigentümer gnadenlos ausgebeutet, als gäbe es kein Morgen. Die durch das Geldmonopol entstandenen Lobbyisten wie die Großagrarindustrie greifen gnadenlos Subventionen ab, um mit genmanipuliertem Saatgut Höchsterträge zu produzieren, auch wenn dadurch der Boden zerstört wird. Die Früchte der Felder werden zum Beispiel von der EU subventioniert, um dann anschließend die Überproduktionen zu vernichten, damit die Preise stabil bleiben. Diese Auswüchse, über die ich allein einige Bücher schreiben könnte, sind auf unser Geldsystem und das Bodenrecht zurückzuführen. Sollte sich dieses Thema nicht langsam in den Köpfen der Menschheit manifestieren, wird der aus dieser Komponente immer wieder aufkeimende soziale Sprengstoff permanent zu neuen Kriegen auf unserer Erde führen. Darum geht es in diesem Kapitel. Diese Überschrift heißt Lernen aus der Geschichte.
Wenn wir die letzten 250 Jahre zurückverfolgen, lassen sich die beschriebenen Probleme sehr leicht erkennen. Anfang des 19. Jahrhunderts begann die intensive Besiedlung Amerikas und setzte sich rasant fort. Die Erfolgsstory des Landes der unbegrenzten Möglichkeiten wies allerdings schon nach wenigen Jahren, bei genauerem Hinsehen, einige interessante Phänomene auf. Die Wirtschaft wuchs damals real in atemberaubendem Tempo, wenn man diese Zeit mit den davorliegenden Jahrhunderten verglich. Es wurde aber auch deutlich, wie in diesem Land die Schere zwischen Arm und Reich schon damals stark auseinanderdriftete. In wenigen Jahren hatten sich viele Dörfer und Städte mit teilweise über 100.000 Einwohnern entwickelt, da sehr viele Menschen in diesem neuen Kontinent ihre Existenz aufbauen wollten. Die ersten Siedler eigneten sich einfach das Land an, das sie bewohnten. Niemand fragte, warum überhaupt jemand auf die Idee kam, nicht die Erträge des bewirtschafteten Landes zu vereinnahmen, um sich und die Familie davon ernähren zu können, sondern den Grund und Boden selbst als Eigentum erklärte. In relativ kurzer Zeit nannten einige wenige Bürger große Ländereien ihr eigen, mit denen sie nun den Markt der Spekulationen kreierten. Man vertrieb die Indianer ins Hinterland, indem man ihnen mit großen Alkoholmengen das Land abkaufte oder die Stammesmitglieder einfach erschoss. Damit wurde der Grundstein einer grausamen Verelendung der amerikanischen Urbevölkerung gelegt. Mit dem technischen Fortschritt und der Industrialisierung wurde die Nachfrage nach Land immer größer. Und in einigen Städten wie New York explodierten die Immobilienpreise nahezu. Durch die gigantischen Spekulationsgewinne, die letztlich nicht durch Leistung der Bodeneigentümer zustande kamen, sondern stattdessen leistungslos erzielt wurden, konnte diese entstandene Machtgruppe weitere Grundstücke erwerben, wodurch die Schere zwischen Arm und Reich noch weiter auseinanderging. Wer als Neuling Land zum Leben oder zur Bearbeitung benötigte, musste es von jemandem kaufen oder zu einem Zins pachten. Nun entstand ein ähnliches Problem, welches ich in den vorherigen Lektionen des Geldmonopols bereits beschrieb. Die Erträge aus dem Boden, die aus der harten Arbeit der Nutzer erwirtschafteten wurden, konnten diese nicht für sich und ihre Familien behalten, sondern mussten immer einen großen Teil ihres Verdienstes an die Bodeneigentümer abführen, die reicher und reicher wurden. Durch das Horten von Grund und Boden wurden die Preise massiv in die Höhe getrieben. Viele Menschen, die arbeiten und wohnen wollten, bekamen immer größere Probleme. Sie liehen sich Geld gegen Zinsen über die entstandenen Banken, die natürlich von den mächtigen Bodeneigentümern initiiert wurden, und stellten fest, dass die Nachfrage nach den Bodenerträgen begrenzt war, da zum Beispiel der Nahrungsmittelmarkt nur eine bestimmte Größe hat. Wenn die Bürger genug zu essen haben, kaufen sie nun einmal kein Getreide mehr, während die Zinsen für den Bodenkauf aber mathematisch gesehen ins Unendliche laufen. Wir sollten uns erst einmal fragen, wie es dazu kam, dass ein freies Land vom Allgemeinbesitz irgendwann in Privateigentum umgewandelt wurde, der dann plötzlich verkaufbar war, sprich eine Ware. Schon im alten Griechenland oder Rom wurden durch die Feudalstrukturen angezettelten Kriege immer wieder ganze Länder erobert und der Boden in das Eigentum der jeweiligen Diktatoren überführt. Der Begriff Privatisierung hat seinen Ursprung in dem alten lateinischen Wort privare, was so viel heißt wie rauben. Eine kriegerische Aneignung der Ländereien reichte natürlich noch nicht aus, den Boden zur Ware zu machen. Aber durch die Einführung des werthaltigen Geldes wurde das anders. Die Menschen sahen die Goldmünzen weniger als Geld, sondern mehr als Ware an, die man bequem tauschen und horten konnte. Somit war es möglich, die Grundstücke überhaupt erst zu kaufen oder zu verkaufen, da unsere Vorfahren alle versessen nach Gold waren.
Auch damals schon hinterfragte niemand, wie man an das Geld kam, ob es nun ehrlich erarbeitet oder gestohlen wurde. So startete das von mir ausführlich beschriebene Geldmonopol. Durch die Münzeinführung begannen also auch die Spekulationen und somit die Unterdrückung der Menschen. Denn durch die Eigentumserklärungen der großen Feldherren konnten die Großgrundbesitzer den geraubten Boden nun so lange halten, bis jemand bereit war, einen angemessenen Preis dafür zu zahlen. Derjenige, der den Boden nun durch harte Arbeit nutzte, musste von den Erträgen immer die Zinsen für dieses Land abführen, wodurch bei den wenigen Eigentümern ein immer größerer, leistungsloser Reichtum entstand. Schon im alten Griechenland verschuldeten sich die Bauern, die ja letztlich das Herzblut einer jeden Gesellschaft sind, da sie schließlich bis heute für die Ernährung des Volkes sorgen müssen. Die Kreditgeber waren die Adeligen, die das Land als Sicherung für die Darlehen als Pfand behielten, bis die Schulden bezahlt waren. Nun ist der Nahrungsmittelmarkt, wie gesagt, begrenzt und viele Bauern konnten ihre Raten nicht mehr finanzieren. Zur weiteren Sicherheit mussten sie sich selbst und ihre Familienmitglieder als Schuldpfand nachschieben, um das Land, das sie mühsam ernährte, weiter nutzen zu können. Die Folgen waren absehbar. Die Zinsen liefen ins Unermessliche und die Bauern und deren Familien verloren letztlich nicht nur den Boden wieder an die Gläubiger, die vom Pfandrecht gnadenlos Gebrauch machten, sondern wurden am Ende sogar versklavt und somit selbst zur Handelsware. Viele Gesetze wurden vom damaligen Geldmonopol geschaffen, das dadurch den Besitzstand der leistungslosen Einnahmen garantierte. Die ehemaligen Bauern, die durch Nichtzahlung der Kredite versklavt wurden, richtete man kurzerhand hin, wenn sie sich weigerten, ohne Lohn hart zu arbeiten oder sich auch nur vom Arbeitsplatz entfernten. In der langen Menschheitsgeschichte gab es deshalb immer wieder Aufstände von Bauern, die für ihren Grund und Boden kämpften, um überleben zu können. Die Historie beschreibt auch regelmäßig große Staatsmänner, die eine Ungerechtigkeit dieses Systems erkennen wollten und versuchten, durch Rückgabe des Bodens an die Bauern eine gewisse Wiedergutmachung zu üben. Diese Herren lebten aber nun einmal nicht ewig. Und ihre Nachkommen führten die rücksichtslosen Bodenrechtssysteme wieder ein und setzten das Spiel fort. Bis zum heutigen Tag wurden immer wieder Menschen enteignet, ob nun von den besagten antiken Ländern oder von den späteren Machtstaaten wie England, Frankreich, Russland, USA oder Deutschland und so weiter. Nun werde ich die Geschichte nicht zu weit ausführen, da ich meinen Lesern vor allem die strukturellen Zusammenhänge vermitteln möchte. Entscheidend ist die Aussage, dass der Großgrundbesitz zu jeder Zeit in der Geschichte eine wesentliche Ursache für die Verarmung der Völker war und letztlich bis heute ist. Eine neue Bodenordnung ist dringend erforderlich, um auch der heutigen Massenverarmung entgegenzuwirken. Wird dieses ernste Problem nicht angefasst, werden in absehbarer Zukunft eventuell immer mehr Menschen ihr Heil im Kommunismus suchen, was nicht der richtige Weg ist, denn dieser läuft erfahrungsgemäß auf eine Massenenteignung der privaten Eigentümer hinaus, um dann im Machtmonopol einer kollektiven linken Elite zu enden. Durch die dann folgende Gleichmachung des Volkes in einem Arbeiter- und Bauernstaat würden ebenfalls die sozialen Strukturen zerstört. Ich möchte natürlich nicht zu tief in die einzelnen Parts einsteigen, denn dann komme ich zu weit vom Thema ab. Wichtig ist aber, dass diejenigen Leser, die sich mit verschiedenen politischen und wirtschaftlichen Systemen auseinandergesetzt haben, von mir noch hören sollten, dass der praktizierte Sozialismus oder Kommunismus wenig bis gar nichts mit den Denkmodellen der großen Visionäre wie Karl Marx zu tun hatten. Durch den Großgrundbesitz, der letztlich aus dem Geldmonopol herrührt, fallen permanent neue Ländereien in die Hände derselben Personen, die leistungslos übertragen werden.
Letztlich führen diese beiden Faktoren, Geld und Bodensystem, zu einer Enteignung aller Menschen. Die Konzerne investieren ständig ihre Gewinne in neues Bodeneigentum und dieser Vorgang setzt sich exponentiell fort. Die Erdbewohner stehen nach und nach vor dem Problem, auf alle Zeit den Eigentümern der Ländereien Mieten und Pacht bezahlen zu müssen. Der Punkt wird irgendwann erreicht sein, an dem sich kein normaler Bürger außerhalb dieses Machtmonopols noch Grundstückseigentum oder eine Wohnung leisten können wird. Die reichen Grundbesitzer, meist Konzerne, nutzen und pflegen diese Ländereien aber nicht, sondern sehen darin nur eine Kapital- und Machtsicherung ihres unendlichen Vermögens. Es ist wichtig zu verstehen, dass nach und nach diese Kapitalkonzentration in Geld und Boden zu einer Entprivatisierung der kleinen Grundstückseigentümer führt, zugunsten einiger weniger. Die Staaten, die es zulassen, dass alles Land privat verkaufbar ist, werden letztlich selbst in die Abhängigkeit dieses Machtmonopols geraten, wenn sie es nicht schon sind. Die Regierungen dieser Welt sollten dringend versuchen, diese Übernahme der Staaten durch das Geldmonopol zu verhindern, sofern das noch möglich ist, da die großen Politiker dieser Erde meist selbst zu dieser Elite gehören. In Kanada versuchen die Regierungen beispielsweise mit aller Kraft, einen Ausverkauf des Bodens zu verhindern, indem sie Staatsland festigen, das nicht veräußerbar ist. Ich hoffe sehr, dass auch die nachfolgenden Regierungen standhaft sind. Doch das wird nicht leicht sein, weil die USA auf ihre Nachbarn Kanada und Mexiko viel Druck ausüben, gemeinsam zu agieren. Die australische Stadt Sydney hatte bei der Gründung 100 Quadratmeilen des Stadtgebietes zum Volkseigentum erklärt. Wer auf diesem Gebiet das Land durch Arbeit und Wohnen nutzen wollte, musste an den Staat eine laufende Nutzungsgebühr zahlen, die natürlich erheblich geringer war als die Zinsen für einen Kauf oder die Miete an einen Privateigentümer. Bis heute kann diese Stadt auf Gewerbesteuern komplett verzichten und dem Volk geht es dort im Verhältnis zu anderen Ländern im Durchschnitt erheblich besser. Welche Lösung gibt es für das Bodenproblem? Nähern wir uns diesem Thema aus Sicht der heutigen menschlichen Konditionierung einmal ganz naiv an. Da die Erde die Heimat aller auf ihr lebenden Menschen ist, wäre es im ersten Impuls gerecht, wenn man den Boden nach Köpfen aufteilt und jedem ein Stück Land zuordnet, von dem er leben kann und auf dem er wohnt. Aber die Menschen sind nicht gleichartig und die Erde ebenfalls nicht. Außerdem wächst die Menschheit immer weiter an, sodass diese Form der Bodenvergabe natürlich unsinnig ist. Es wäre stattdessen aber möglich, durch die Gesellschaft der Menschen, zum Beispiel Gemeinden, eine Einrichtung zu schaffen, die direkt vor Ort die Besitzverhältnisse so regeln könnte, dass derjenige den Boden nutzen kann, der am besten für eine bestimmte Nutzung geeignet ist. Aber auch die Vergabe dieser Rechte kann nicht wirklich funktionieren, da die Besitzer, also die Gemeinde, eher ihre Interessen und nahestehenden Gruppen bei der Vergabe vertreten könnte, anstatt objektiv die fähigsten Bürger zu bevorzugen. Der Boden darf also grundsätzlich niemandem gehören, sondern nur Gegenstand der Nutzung sein. Auf der anderen Seite sollte derjenige die Bewirtschaftungsrechte haben, der mit dem Ertrag aus dem Boden am meisten erwirtschaftet und somit auch zum Allgemeinwohl der Gemeinde beitragen kann, das Grundstück also am besten nutzt und pflegt. Wir haben also ein Spannungsfeld bei dieser Thematik. Auf der einen Seite muss der Boden allen gehören, sein Wert realisiert sich aber nur durch sinnvolle Nutzung. Diese Nutzung setzt wiederum ein privates Nutzungsrecht und somit einen Besitz voraus, der die anderen der Gemeinde von diesem Grund und Boden ausschließt. Aber genau hier bietet sich auch eine Lösung an. Elementar muss die Voraussetzung geschaffen werden, dass die Gemeinde nicht Eigentümer des Bodens ist, sondern ihn im Interesse aller Bürger verwaltet. Wer den Boden nutzen möchte,
hat schlicht und ergreifend eine Nutzungsgebühr an die Verwaltung zu zahlen, die wiederum an alle Gemeindebewohner gleichmäßig verteilt wird. Die Qualität und somit die Ertragsfähigkeit des Bodens ist entscheidend für die Höhe dieser Gebühren. Der heikelste Punkt, der zurzeit nur theoretisch zu diskutieren ist, wäre die Umwandlung des Privateigentumsrechts in ein öffentliches Eigentum aller Bürger. Bitte bleiben Sie trotz dieser Ausführungen noch entspannt, denn mir geht es vor allem um die Ursachen unserer heutigen Probleme auf dieser Erde und nicht um aktuelle Maßnahmen, die morgen umsetzbar wären, wenn sie es überhaupt jemals sein sollten. Würde man diese Grundlagen erst einmal schaffen, wäre das Problem der Bodenspekulation als Hauptursache für den Hunger und die Armut auf dieser Welt auf jeden Fall schon einmal gelöst. Da die Nutznießer des Bodens logischerweise denjenigen gegenüber im Vorteil sind, die keine Nutzungsrechte haben, entsteht ein soziales Ungleichgewicht. Genauso sind auch die Nutzungsaspiranten als Personen unterschiedlich. Es geht also darum, dass diese Differenzen, vor allem die des unterschiedlichen Bodenwertes, genau erfasst werden müssen, woraus sich die jeweiligen Nutzungsgebühren ergeben. Diese Kosten werden ja dann wieder an die Bürger ausgeschüttet. Wie aber kann man solche Gebühren kalkulieren? Jeder Boden hat einen potenziellen Wert, der aber nur durch eine menschliche Nutzung realisiert werden kann. Gibt es keine Nutzung der Fläche, ist dieses Land definitiv wertlos. Natürlich haben die großen Urwälder und Seen einen allgemeinen Nutzen, zum Beispiel für das Klima. Jedes Fleckchen auf der Erde ist einmalig. Es kann nicht vermehrt werden und hat deshalb selbst schon einen gewissen Monopolcharakter. Dieser realisierte Monopolwert kann als Bodenwert bezeichnet werden. Es kommt natürlich darauf an, für welchen Zweck das jeweilige Grundstück verwendet werden kann. Das könnte eine landwirtschaftliche Nutzung sein oder eine Baugrundverwendung. Aber es könnte auch als Rohstofflieferant für Bodenschätze dienen. Zusätzlich muss außerdem zwischen gleichgearteten Möglichkeiten der Nutzung eine feinere Abstimmung erfolgen. Das sind dann die konkreten Bodenbeschaffenheiten, die klimatischen Verhältnisse, die Lage, die Infrastruktur, wie Straßenanbindungen, aber auch die Absatzmöglichkeiten der Erträge. Ein wesentlicher Faktor für die Kalkulation des Nutzungsrechts eines bestimmten Grundstücks ist natürlich die Zahl der Bewerber, die dort aktiv werden wollen. In einer Art Versteigerungsverfahren lässt sich die Höhe der Bodengebühren am besten ermitteln. Diese Höhe kommt letztlich der Allgemeinheit zugute. Dadurch, dass es sehr viel Land gibt und niemand unermesslich viel Boden zur Bewirtschaftung benötigt, wird es keine Grundstücksengpässe geben. Was der Einzelne nach dem Zuschlag für dieses Land konkret mit dem Boden unternimmt, bleibt ihm überlassen, denn es geht niemanden etwas an. Natürlich hat er den Boden zu pflegen und darf die Umwelt nicht schädigen. Die Kosten für die Pacht des Grundstückes werden nicht besonders hoch sein, da sie sich an dem echten Ertragswert des Bodens orientieren. Sollte sich der Bodenwert im Laufe der Zeit erhöhen, was zum Beispiel durch neue Infrastrukturen entstehen könnte, müsste die Bodengebühr dem neuen Ertragswert entsprechend nach oben angepasst werden. Sollte der Bodenwert indes durch Wegzug vieler Menschen an Ertrag verlieren, muss man im Gegenzug natürlich auch die Gebühren senken. Das Spekulationsproblem ist durch einen solchen Mechanismus auf jeden Fall gelöst. Und alle Bürger partizipieren durch die Ausschüttungen dieser Bodengebühren immer als Gemeinschaft, sowohl nach oben als auch nach unten daran. Wie könnte man ein solches Bodenrecht umsetzen? Ähnlich dem von mir beschriebenen volkseigenen Währungsbüro, welches weder den Regierungen noch den Privaten zugeordnet ist, sollte auch ein Bodenplanungsbüro und ein Grundbuchbüro unabhängig voneinander in der Volkswirtschaft installiert werden. Das Bodenplanungsbüro bestimmt eine definierte Deklaration der Nutzungsart der Grundstücke.
Es muss dabei alle allgemeinen und besonderen Bedürfnisse und Nutzungsmöglichkeiten miteinander abwägen. Ein entsprechendes Gremium von Fachkräften erarbeitet dann komplette Nutzungspläne für ein bestimmtes Gebiet, die natürlich mit den nahegelegenen anderen Gemeinden abgestimmt sein sollten. Als Resultat dieser Aktivitäten entstehen dann Landwirtschaftsgebiete, Naturschutz- und Wohngebiete sowie Industriestandorte und Straßen. Diese Infrastruktur wird dann der Öffentlichkeit vorgelegt, wobei vor allem die Berechnungen für die Nutzungsgebühren der jeweiligen Grundstücksarten transparent kommuniziert werden müssen. Gibt es für ein Grundstück mehrere Bewerber, wird in einem Versteigerungsverfahren dem Höchstbietenden das Grundstück zur Bewirtschaftung zugeteilt. Basis der Versteigerung sind die vom Bodenplanungsbüro ermittelten Gebühren. Je höher diese Gebühren sind, desto größer sind auch die Ausschüttungen an die Bürger, die durch die Vergabe natürlich keinen Zugriff mehr auf dieses Grundstück haben. Die eigentliche Zuteilung des Grundstückes erfolgt aber nicht durch das Bodenplanungsbüro, sondern durch das unabhängige Grundbuchbüro, wodurch eine Konzentration der Zuständigkeit in Bodenfragen verhindert werden soll. In regelmäßigen Zeitabständen, im Normalfall alle paar Jahre, muss das Bodenplanungsbüro die Grundstücke neu überprüfen, ob zum Beispiel durch Bevölkerungskonzentrationen oder andere Veränderungen der Bodenwert wesentlich verändert wurde. Danach erfolgt eine Anpassung der Gebühren nach oben oder unten. Solche Veränderungen werden eher selten vorkommen, da sich grundlegend so schnell nicht die Struktur eines Gebietes ändert und die Gebühren nicht erhöht werden können, wenn ein besonders fähiger Nutzer sehr hohe Erträge erzielt. Das Planungsbüro hat selbstverständlich keinen Einfluss auf die Verteilung der Grundstücke, genauso wenig zieht es die Nutzungsgebühren ein. Dieses Recht obliegt ausschließlich dem Grundbuchbüro. Falls sich eine der genannten Vertragsbedingungen ändert, wird ein Anschluss bzw. Veränderungsantrag mit dem Nutzer vereinbart. Die Nutzungsverträge sind zeitlich nicht begrenzt und selbstverständlich vererbbar. Nur im Falle einer besonderen Interessenlage der Allgemeinheit darf ein solcher Pachtvertrag von der Gemeinde gekündigt werden, was aber ein konkretes Verfahren erfordert. Die Wahrscheinlichkeit der Aufkündigung eines Vertrages ist grundsätzlich höchst selten. An dieser Stelle werden wahrscheinlich einige Menschen zusammenzucken und den sprichwörtlichen Haken zu erkennen meinen. Bitte vergessen Sie nicht, dass auch in Deutschland wie in allen Ländern der Erde die Möglichkeit der Wegnahme eines Grundstückes mit einer Entschädigung besteht. Artikel 15 des Grundgesetzes für die Bundesrepublik Deutschland, wörtlich. Grund und Boden, Naturschätze und Produktionsmittel können zum Zweck der Vergesellschaftung durch ein Gesetz, das Art und Ausmaß der Entschädigung regelt, in Gemeineigentum oder in andere Formen der Gemeinwirtschaft überführt werden. Zitat Ende. Der Nutzer des Grundstückes ist also der neue vertragliche Besitzer des Areals und lediglich die Eigentumsrechte verbleiben beim Volk. Natürlich kann der Besitzer über das Grundstück nach freiem Ermessen verfügen, also bauen oder Dinge lagern, denn alle installierten Gebäude oder Anlagen bleiben sein Eigentum. Er kann auch jederzeit diese Immobilien oder Fabriken verkaufen. Danach würde das Grundbuchbüro einfach einen neuen Pachtvertrag mit dem Nachfolger schließen. Die Bodengebühren werden auf jeden Fall auf die Bevölkerung der Gemeinde verteilt, wodurch alle Bürger gleichmäßig am Boden partizipieren. Mit dieser ganzen Mechanik, die ich nicht detailliert, sondern vor allem sinngemäß dargestellt habe, wären die eigentlichen Grundprobleme des Bodens gelöst. Alle Menschen sind am Boden beteiligt. Der Besitzer hat ein garantiertes, nicht kündbares und vererbbares Nutzungsrecht. Außerdem ist die Pflege des Bodens gesichert, weil der Besitzer davon bzw. darauf leben möchte. Diese Argumente sprechen auch für eine sichere Pachteinnahme bzw. Nutzungsgebühr für das Volk.
Bisher handelt es sich bei dem von mir beschriebenen Modell natürlich nur um Theorie, die man an einigen Stellen verändern kann. Der wichtigste Aspekt bei dieser Grundstruktur des Bodenrechts ist jedoch, dass niemand bestraft werden sollte, der bisher unter den jetzigen Grundlagen auf eigenem Boden lebt. Wenn die Landflächen umverteilt wären, könnte man sehr entspannt über diese Aspekte sprechen und vermutlich hätte niemand damit echte Probleme. Dies ist aber nicht der Fall. Das Modell könnte somit nur dann funktionieren, wenn diejenigen nicht bestraft werden, die bereits abgezahlte Grundstücke ihr Eigentum nennen. Wie aber lässt sich unser bestehendes System in ein solches von mir beschriebenes Bodenrechtsmodell umwandeln? Nach dem Zusammenbruch vieler sozialistischer Staaten hätte man dort hervorragend ein solches System einführen können und Russland wäre zum Vorzeigeland eines gleichmäßig verteilten Wohlstandes geworden. Einer Bodenbefreiung aus dem Staatskollektiv hätte vermutlich jeder Russe zugestimmt, denn dadurch wäre ja die freie Bewirtschaftung des Landes wieder möglich geworden. Doch leider hat dort unter der derzeitigen Führung der unilateralen US-Macht in Windeseile der brutale Kapitalismus zugeschlagen und auch dieses große, rohstoffreiche Russland in eine furchtbare Lage gebracht. Kaum irgendwo auf der Erde ist der Kontrast zwischen Arm und Reich in kürzester Zeit so deutlich geworden. In der nicht-sozialistischen Welt herrscht seit über 300 Jahren das sogenannte römische Privatbesitzrecht, welches dem Eigentümer die Nutzungsgebühr oder Pachtzahlungen an die Allgemeinheit erlässt. Auch den Spekulationswert des Bodens erhält ausschließlich im Veräußerungsfall des Grundstücks komplett der Eigentümer, was natürlich zu Lasten der Allgemeinheit, also Nichteigentümer, geht, wenn man meinen Grundgedanken folgen möchte. Die schon aus diesen Gründen teuren Baugrundstücke hindern viele Interessenten an der Möglichkeit eines Bodenerwerbs, da sie diese Kosten durch hohe Vermietungszinsen wieder hereinholen müssen. Vor allem aber die Wertsteigerungen der Grundstücke, zum Beispiel durch die Verbesserung der Verkehrslage oder durch Umwandlung von Ackerflächen in Bauland, fallen dem Eigentümer komplett leistungslos zu und müssen von den anderen vom erarbeiteten Geld finanziert werden. Man kann sich leicht vorstellen, welche gigantischen Geldsummen im Laufe der Jahrhunderte von der arbeitenden Bevölkerung aufgebracht werden mussten, um letztlich nur das Recht zu bekommen, irgendwo ein paar Quadratmeter Land zum Wohnen nutzen zu dürfen. Diese uralte Umverteilung des erarbeiteten Kapitals zu einer immer kleineren, aber reicher werdenden Gruppe führte letztlich zu den Problemen der Verarmung auf dieser globalisierten Welt. Nun stellt sich die Frage, wie es möglich sein könnte, dieses bestehende Bodenrecht der privaten Eigentumsverhältnisse in ein gerechtes System zu überführen. Die Lösung kann natürlich niemals lauten, die Grundstückseigentümer kurzerhand zu enteignen. Das wäre das Aus einer jeden Regierung. Zwar ist das römische Recht damals von den Eroberern und Diktatoren den Menschen aufgezwungen worden, aber diese Täter lassen sich natürlich nicht mehr zur Rechenschaft ziehen. Die heutigen Eigentümer haben ihre Grundstücke entweder geerbt oder sie haben sie erworben. Die Bodenveräußerer der Vergangenheit haben ihre ungerechtfertigten Verkaufserlöse schon längst vereinnahmt und ausgegeben, während die Käufer die Preise meist durch ihre Arbeit ganz oder teilweise bezahlten. Eine Enteignung ohne Entschädigung kann also niemals der Weg sein, da die Eigentümer die Grundstücke schließlich rechtlich völlig einwandfrei erworben haben. Eine finanzielle Ablösung aus Steuergeldern kann aber ebenfalls nicht der Allgemeinheit zugemutet werden, denn das würde unglaublich hohe Summen erfordern, die eine Volkswirtschaft nicht aufbringen könnte. Es muss also eine realisierbare und vor allem gerechte Lösung gefunden werden. Der jetzige Grundeigentümer ist nicht nur im Besitz des Bodens, sondern spart auch die Nutzungsgebühren gegenüber der Allgemeinheit, die sich aus einer von mir beschriebenen Sozialpflichtigkeit ergeben.
Ein Staat in ein neues Bodenrecht müsste also mit der Einführung einer Sozialpflicht der Bodennutzer in Form einer Nutzungsgebühr gegenüber der Allgemeinheit beginnen, deren Höhe sich aus dem Bodenwert errechnet. Gleichzeitig muss natürlich das bestehende Eigentumsrecht der bisherigen Eigentümer gewürdigt werden, indem sie das Grundstück weiterhin unbegrenzt nutzen dürfen und zusätzlich über ein Guthaben in Höhe ihres Grundstückswertes verfügen. Dieses Guthaben wird nun durch die anfallenden Gebühren verzehrt, indem die Alteigentümer bis zum vollständigen Verbrauch des Bodenwertes keine Gebühren zahlen müssen. Durch diese Eigentumsablösung, die sich automatisch über viele Jahre hinzieht, wird das Bodenrecht des Einzelnen sukzessive in ein allgemeines System umgewandelt. Die Vorgehensweise wäre konkret folgendermaßen möglich. Nachdem das Grundbuchbüro die Bodenwerte aller Grundstücke zu einem konkreten Zeitpunkt errechnet hat, wird von einem bestimmten Stichtag an die Bodenrechtsumwandlung auf 30 Jahre festgelegt. Von dem ermittelten Bodenwert werden dann 3,3% pro Jahr abgezogen, sodass nach 30 Jahren das Guthaben verbraucht ist. Diese 3,3% entsprechen auch der jährlichen Nutzungsgebühr, die dann nach Ablauf der 30 Jahre tatsächlich zu zahlen ist, wobei diese Kosten dann natürlich an die Gemeindemitglieder in gleichen Teilen ausgeschüttet werden, wie bereits erläutert wurde. Würde ein heutiger Grundstücksbesitzer sein Grundstück nach Einführung des neuen Rechtssystems innerhalb der 30 Jahre verkaufen, wird der Erwerber der Nutznießer des verbleibenden Guthabens. Nach Ablauf der 30 Jahre gehören dem Besitzer dann nur noch die Gebäude und andere Einrichtungen, die auf dem Boden stehen. Die Umsetzung all dieser Maßnahmen, von der Berechnung bis zur Bearbeitung und der Verwaltung der Zahlungsflüsse, wird natürlich vom Bodenplanungsbüro sowie dem Grundbuchbüro mit klaren Aufgabentrennungen vollzogen. Normale Grundstücksbesitzer werden jetzt massiv zusammenzucken, wenn sie darüber nachdenken, dass sie irgendwann für ihr Grundstück Gebühren zahlen sollen. Bitte bedenken Sie aber, dass nicht nur Kosten entstehen, sondern auch Einnahmen aus den Gebühren der anderen Grundstücke der Gemeinde, da schließlich diese Nutzungspachteinnahmen auf alle Bürger aufgeteilt werden. Selbst die jetzigen Besserverdienenden mit 2 bis 3 Grundstücken könnten durch diese rechtliche Veränderung mehr Einnahmen erzielen, als ihre jetzigen Grundstücke in 30 Jahren an Gebühren kosten würden. Verlieren werden eigentlich nur die Großgrundbesitzer, die große Landflächen ungenutzt liegen lassen. Aber auch denen kann man erklären, dass das jetzige System ihre Armut bedeuten wird, wenn alles so weiterläuft wie bisher. Es sei denn, sie gehören zur ultrakleinen Elite der Hochfinanzmilliardäre, also zum Geldmonopol. Im Falle einer Umstellung des Bodenrechts werden sich einige jetzige Eigentümer sehr schnell überlegen, ob sie ihre ungenutzten Grundstücke nicht lieber verkaufen, anstatt ohne Erträge Gebühren dafür zu zahlen. Das führt zunächst zu einem Überangebot an Boden, woraufhin die Preise sinken werden. Dadurch wird es aber auch nicht so finanzstarken Personen, denen bislang der Erwerb eines Grundstückes mangels Masse vorenthalten war, ermöglicht, einen kostengünstigen Grund gegen Gebühr zu nutzen, ob gewerblich oder für ein Eigentum. Die Alteigentümer haben dann die Verluste der fallenden Preise hinzunehmen, so wie sie bisher auch die Preissteigerungen gerne mitgenommen haben, ohne dass die Allgemeinheit daran partizipierte. Es geht doch vor allem darum, dass die leistungslosen Erträge letztlich immer durch die arbeitende Schicht finanziert werden müssen. Wenn jemand Geld verdient, ohne zu arbeiten, müssen schließlich andere arbeiten, ohne dafür entlohnt zu werden. In unserer jetzigen Welt mit Wertpapierspekulationen, Derivaten etc. werden von einer kleinen Gruppe von Spielern gigantische Gewinne gemacht, während gleichzeitig die Löhne, Gebühren oder Gewinne von mittelständischen Unternehmen ständig nach unten korrigiert werden müssen.
Das ist doch auch logisch. Denn die arbeitende Bevölkerung, ob Angestellte oder Unternehmer, muss die leistungslosen Gewinne des Geldmonopols finanzieren. Durch eine komplette Umstrukturierung des Geldsystems und des Bodenrechts würden diese ungerechtfertigten Gewinne einfach wegfallen, zugunsten der eigentlichen Leistungsträger. Zum Abschluss dieser Worte zum Grund und Boden noch ein kurzer Brief zum Nachdenken. Es ist der Brief des Indianerhäuptlings Zirtl an den Präsidenten der USA aus dem Jahre 1855. Hier heißt es wörtlich: Der große Häuptling in Washington lässt uns wissen, dass er unser Land kaufen will. Er sagt uns dazu Worte der Freundschaft und des guten Willens. Dies ist sehr freundlich von ihm, da wir wissen, dass er kaum auf unsere Freundschaft angewiesen ist. Wir werden uns aber euer Angebot überlegen, da wir wissen, dass, wenn wir es nicht tun, der weiße Mann vielleicht kommen mag, um uns unser Land mit Hilfe von Gewehren wegzunehmen. Was Häuptling Zirtl sagt, kann der große Häuptling in Washington mit der gleichen Sicherheit als wahrnehmen, mit der unsere weißen Brüder mit der Wiederkehr der Jahreszeiten rechnen können. Meine Worte sind wie die Sterne, sie gehen nicht unter. Wie kann man den Himmel kaufen oder verkaufen? Wie die Wärme des Landes? Diese Idee scheint uns sehr merkwürdig. Wir besitzen auch die Frische der Luft und das Glitzern des Wassers nicht. Wie könnt ihr sie da von uns kaufen? Jedes Stück dieses Bodens ist meinem Volk heilig. Jede schimmernde Kiefernadel, jedes sandige Ufer, der zarte Dunst in der Dunkelheit der Wälder, jede Lichtung und jedes summende Insekt sind der Erinnerung und dem Erleben meines Volkes heilig. Wir wissen, dass der weiße Mann unsere Art und Weise nicht versteht. Das Schicksal seines Landes ist ihm so egal wie das eines anderen, da er in der Nacht kommt und vom Land nimmt, was immer er braucht. Die Erde ist nicht sein Bruder, sondern sein Feind. Wenn er den Grund erobert hat, zieht er weiter. Er lässt die Gräber seiner Väter zurück und zerstört rücksichtslos den Boden für seine Kinder. Sein Appetit wird die Erde verschlingen und nur eine Wüste zurücklassen. Der Anblick eurer Städte schmerzt die Augen der Rothäute, aber vielleicht nur deshalb, weil der rote Mann nur ein Wilder ist und nicht versteht. Es gibt in den Städten der Weißen keinen Ort der Stille, keinen Ort dem Singen der Frühjahrsblätter oder dem Knistern eines Insektenflügels zu lauschen. Aber vielleicht deshalb, weil ich ein Wilder bin und nichts verstehe, erscheint meinem Ohr der Lärm so schmerzhaft. Was ist das für ein Leben, wenn ein Mensch den lieblichen Ruf des Whippoorwills nicht hören kann oder die Stimme der Frösche um einen nächtlichen Tümpel? Ein Indianer liebt den weichen Klang des Windes sehr, wenn er sich über das Gesicht eines Sees streicht, und den Duft des Windes, wenn er von einem Mittagsregen reingewaschen ist oder von einer Pinienkiefer mit süßlichem Geschmack beladen ist. Die Luft ist dem roten Mann teuer, deshalb, weil alle denselben Atem haben, die Tiere, die Bäume, die Menschen. Der weiße Mann scheint die Luft, die er atmet, gar nicht zu merken. Wie ein Mensch, der tagelang dahin stirbt, ist er für den Gestank empfindungslos. Falls ich mich entscheiden sollte, dem Angebot zuzustimmen, werde ich eine Bedingung zu stellen haben. Der weiße Mann muss alle Tiere des Landes als seine Brüder behandeln. Ich bin ein Wilder und verstehe es nicht anders. Ich habe schon tausende verwesende Büffel auf der Prärie gesehen, von weißen Männern zurückgelassen, die sie von einem vorbeifahrenden Zug aus abknallten. Ich bin ein Wilder und verstehe es wirklich nicht, wie das rauchende Eisenpferd wichtiger sein kann als der Büffel, den wir nur töten, um zu leben. Was ist der Mensch ohne Tiere?
Wenn alle Tiere nicht mehr da wären, würde der Mensch an der großen seelischen Einsamkeit sterben. Denn alles, was den Tieren widerfährt, trifft auch die Menschen. Alle Dinge sind miteinander verbunden. Was immer der Erde zustößt, stößt auch den Söhnen der Erde zu. Vielleicht könnten wir verstehen, wenn wir wüssten, was der große Traum des weißen Mannes ist, welche Hoffnungen er seinen Kindern an langen Winterabenden erzählt, welche Visionen er ihnen in den Geist brennt, dass sie es sich für morgen wünschen. Aber wir sind Wilde. Die Träume des weißen Mannes sind uns verborgen. Und weil sie uns verborgen sind, gehen wir unsere eigenen Wege. Wenn wir zustimmen, dann deshalb, um wenigstens die Reservation, die ihr uns versprochen habt, zu retten. Vielleicht dürfen wir dort unsere kurzen Tage noch so verleben, wie wir es wollen. Wenn der letzte rote Mann von der Erde verschwunden sein wird, wenn die Erinnerung nur noch dem Schatten einer Wolke gleicht, die über die Prärie zieht, werden jene Ufer und Wälder dennoch die Seelen meines Volkes festhalten, da sie dieses Land so lieben, wie ein Neugeborenes den Herzschlag seiner Mutter liebt. Wenn wir euch unser Land verkaufen, liebt es so, wie wir es geliebt haben. Sorgt euch darum, wie wir uns gesorgt haben. Haltet fest in eurem Gedächtnis, wie das Land aussieht, wenn ihr es nehmt. Eins wissen wir, und der weiße Mann wird es vielleicht eines Tages auch entdecken. Unser Gott ist derselbe Gott. Ihr mögt jetzt denken, dass ihr ihn so besitzt, wie ihr auch das Land besitzen wollt. Aber das könnt ihr nicht. Er ist Gott für alle Menschen. Und sein Mitleid für die weißen und die roten Menschen ist dasselbe. Ihm ist die Erde wertvoll. Und die Erde zu verletzen heißt, Verachtung auf den Schöpfer zu häufen. Macht weiter, euer Bett zu beschmutzen. Und eines Nachts werdet ihr in eurem eigenen Müll ersticken. Wenn die Büffel alle abgeschlachtet sind, die wilden Pferde alle gezähmt, die heimlichen Winkel des Waldes schwer vom Geruch vieler Menschen und der Anblick der reifen Hügel von ratschenden Weibern verdeckt ist, wo ist dann das Geheimnis des Dickichts? Es ist fort. Wo ist der Adler hin? Er ist fort. Mit all eurer Kraft, mit all eurem Mut und mit ganzem Herzen bewahrt es für eure Kinder und liebt es so, wie Gott uns alle liebt. Eines wissen wir, unser Gott ist derselbe Gott. Diese Erde ist ihm wertvoll. Zitat Ende. Das Fazit von Andreas Popp zum Geldmonopol und dem Bodenrecht. Mir ist völlig klar, dass Menschen wie ich, die es wagen, die alten Manifeste bestehender Strukturen auch nur in Frage zu stellen, schnell diskreditiert werden. Dieses nehme ich bewusst in Kauf, denn wir haben alle nur diese eine Erde, die eindeutig in der Lage wäre, alle Menschen zu ernähren und ihnen die Grundlagen für ein lebenswertes Dasein zu bieten. Die Zeit ist reif, sich für unsere Heimat stark zu machen. Im Rahmen einer ethischen Verantwortung fühle ich mich nahezu dazu verpflichtet, mein Weltbild, welches ich über viele Jahre mühsam erarbeitete, nach außen zu tragen. Deutlich machen wollte ich bis zu einem Teil dieses Buches, dass das Grundproblem in unserer Gesellschaft aus meiner Sicht sehr klar zu isolieren ist. Ich spreche von den leistungslosen Gewinnen einer oligarchischen Machtelite, die ihren immer größer werdenden Reichtum ausschließlich durch die arbeitenden Menschen erhält. Das muss dringend verstanden werden. Mir geht es auf keinen Fall um Feindbilder oder Neiddebatten, denn viele kleinere Nutzer dieses Finanzsystems, ich meine damit sarkastisch ausgedrückt auch die normalen Millionäre, verstehen die Grundlagen unseres Geldmonopols nicht wirklich. Würden diese normalen, wohlhabenden Menschen unsere Finanzwelt begreifen,
hätten Sie längst erkannt, dass auch Sie auf Dauer nur verlieren können. Auf das Argument, naja, ich werde den Zusammenbruch ja nicht mehr erleben, kann und will ich nicht eingehen. Denn diese Menschen bewegen sich aus meiner Sicht auf einem Niveau, das unkommentiert bleiben sollte. Die Ursachen sind systemimmanent und die Aufteilung der Menschen in Täter und Opfer ist sicher der falsche Weg. Denn die eigentlichen Drahtzieher dieses perfiden Spieles kennt nahezu niemand, da sie nicht in den Medien auftauchen. Die Wahrscheinlichkeit, dass man mich in eine sozialistische oder kommunistische Ecke nach sowjetischem Muster stellt, ist recht groß, aber damit muss ich leben. Wer allerdings meine Aussagen zu verstehen versucht, indem er unsere manipulierte Medienlandschaft einfach einmal für ein paar Stunden ausblendet, der wird schnell erkennen, dass ich keine politischen Ambitionen verfolge und auch keine Spenden für eine Gegenbewegung erbettele. Meine Erfahrungen zeigen mir, dass meine erklärten Gegner mich entweder einem rechten oder linken Gedankengut einzuordnen versuchen. Das sind halt die eindeutigen Auswüchse konditionierter Personen, die autarkes Denken bei selbstständigen Menschen offenbar als bedrohlich empfinden. Jeder Mensch, der noch einen Hauch seines eigenen Ichs verspürt, weiß instinktiv so oder so, dass unsere Welt in dieser Form rücksichtslos ausgebeutet und zerstört wird, um diese ganzen Geldmengen zu finanzieren, die nur einer bestimmten Gruppe zukommen, während der größte Teil der Menschheit nach und nach verelenden wird. Wir haben eine gute Chance, diesem Wahnsinn ein Ende zu bereiten. Dazu müssen möglichst viele Menschen aufwachen und diese Themen diskutieren. Eine auf diesem Wege entstehende, immer größer werdende Gruppe kann ohne brachiale Gewalt sehr viel erreichen. Vielen Dank.